Oh, Super Saiyajin 3 Angel Goku? Was geht ab, Manusi-Fighter, Osaru hier? Und es ist tatsächlich passiert. Ich hatte den Angel Goku mit einem Single Summon gezogen. Ein Single Summon, das war nach dem Face Reveal. Ich war überglücklich und hier haben wir ihn direkt gesehen. Beziehungsweise hier seht ihr ihn schon Dokkan erweckt auf SL10. Und deshalb, Leute, gibt es heute das Super Tech Showcase. Ich weiß, was ich sagen soll. Ich glaube es einfach immer noch nicht, dass ich ihn habe. Es war einfach ein Single Summon, Leute, in der Nacht nach dem Face Reveal. Es war überragend. Was wir machen, die vorletzte Boss Rush Stage, also Stage 2, Super 2. Warum Super 2? Weil die allerletzte Stage ganz lang dauert, das wissen wir. Wir schauen uns gleich mal das Team an. Wie sieht denn eigentlich das Team aus? Denn wir wissen, Angel Goku ist der Super Tech Leader. Er gibt Super Tech Charakteren Ki plus 3 auf jeden Attribut 120% und Extreme Tech Type gibt der Ki plus 1 auf jeden Attribut 50%. Deshalb habe ich wirklich nur Super Tech Charaktere genommen und auch unser Boy Super Saiyajin 4 Gogeta hat nun endlich mal einen Nutzen. Ich habe ihn wirklich bis dato kaum benutzt. Jetzt kann ich ihn endlich benutzen, denn wir wissen ja, to be released. Sei es drum. Heißt, er ist ja auch ein Super Tech Charakter, also ist er natürlich auch in dem Team von Angel Goku. Hauptaugenmerk liegt hierbei bei Angel Goku selbst. Sein Showcase Super Gogeta, wie ist er denn in einem 120% Leader? Und auf LR Goku, wie ist er vor allem hier? Ich habe noch den dreifachen Gotenks drin, weil er an sich ein guter Charakter ist. Meiner ist eigentlich nicht so gut, SL2, sei es drum. Vegeto als ein wirklich sehr, sehr guter Supporter. Er gibt 30% auf den Angriff und die Verteidigung für jeden. Und nach der Ulti gibt er zusätzliche 25% für eine Runde. Dieser Bardock hier hat auch ein Awakening bekommen, dank dem Mass Saiyan Event. 35 Medaillen braucht er für ihn. Er ist sein Sealer, deswegen ist er so gut. Und er ist der beste Partner von LR Goku, denn er hat Family Ties, Ki plus 2 und The First Awaken Angriff plus 25%. Also Leute, wir hauen deswegen gleich mal direkt unseren Boy LR Goku aus der Rotation. Ja, wir haben ein bisschen Ki-Probleme, denn LR Goku gibt wirklich kaum Ki. Lass es einfach mal so. Wir wollen Angel Goku auf jeden Fall showcasen, deswegen soll er mal ulten. Und Angel Goku, sage ich. LR Goku muss raus, um mit Bardock in einer Rotation zu sein. Ich bin wirklich sehr gespannt, Leute, wie lange wir hier brauchen werden. Die Ulti ist übel gut. Ah, fast 1 Million, okay, sehr gut. Fast hat ihn umbekommen. Zur Rotation selbst wird es dann so sein, dass sie auf jeden Fall immer LR Goku und Bardock in einer Rotation halten. Bardock soll immer ziehen, LR Goku als sein bester Partner, beziehungsweise andersrum. Vegeto tun wir auch rausrotieren, er wird auch ein Rotationscharakter. Und in der anderen Reihenfolge wollen wir entweder Angel Goku mit Gotenks, denn sie sind beide Dreifachen, haben beide Limit Breaking Form, oder Angel Goku mit vierfachen Gogeta. Ups, sorry Leute. Okay, also wir haben noch gar keinen Schaden bekommen gerade. Zwei gar nichts. Die erste Runde wird, also das erste Event wird easy sein. Boah, ich wollte jetzt gerade sagen, 1,5 Millionen. Denn wir haben den Typenvorteil. So, ich habe LR Goku rausgehauen, also wird Bardock hier bleiben. Das ist mein Angel Goku. Wir nehmen ihn auf jeden Fall hier so. Ah, wegen der Rotation müssen wir erstmal ein bisschen hinschauen. Wir machen das einfach mal spontan, Leute, würde ich sagen. Ah, okay, GG. Wir bekommen hier keine Ulti. Aber ich will auch die Ulti auf Gogeta, wenn ich ehrlich bin. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Ja, aber obwohl, ich glaube, Angel Goku sollte das hier schon erledigen. Wir wissen, Leute, Angel Goku seine Passive. Er bekommt auf den Angriff 120% so, das ist fix. Und für jeden weiteren Rainbow Orb, den er einsammelt, bekommt er weitere 20%. Das geht maximal. Uff, 1,7 Millionen. Das geht maximal bis zu 100%. Warum? Denn, wenn wir hier sehen, wir haben hier sozusagen drei Orb-Reihen. Das ist die erste Reihe, dann kommt die zweite, dritte, vierte, fünfte. Insgesamt 5 Stück. Heißt, wir könnten auch insgesamt nur 5 einsammeln. Wenn es denn so ist. Nun gut. Dann machen wir das Ganze so. Wir sehen, Angel Goku, sein Angriff geht so viel, viel höher. Wir nehmen die Rainbow Orbs mit. In dem Fall wäre das 1. Gotenks darf seine vorletzte Ulti bekommen, die macht mehr Schaden. Und unseren Boy LR Goku müssen wir halt irgendwie mit Bardock zusammenbringen. Denn LR Goku an sich gibt überhaupt kein Ki für andere Charaktere. Er hat nur Family Ties, glaube ich. Und Golden Warrior als einzige Killing Skills. Deshalb ist er umso besser mit. Und er ist gestunt, wir haben es gesehen, ohne links gestunt.
ist er umso besser mit Bardock. Also das Ganze geht schon relativ schnell, okay. Oh, Gotenks SA2 Crit 1.000.000. Also wäre SA10, Leute, dann wüsstet ihr. Ich weiß warum, aber ich habe Gotenks irgendwie nie so oft benutzt, wenn ich ehrlich bin, Monotech Team. Aber jetzt mit Angel Goku kommen sie wirklich zur Pracht, die haben das gesehen hier. Nun gut. Ah, ich nehme mich alles Zeug, haben wir wieder Goku rausgehauen, ja. Jetzt sollen wir auch einen Typen-Nachteil haben, aber wir schauen mal, wie das dann ist gegen solche Charaktere. Ihn will ich auf jeden Fall zielen, damit er nicht ultet und Vegetto kann von mir aus irgendwas angreifen. 9. Was? 9 Schaden, das ist gar nichts. Ihr müsst bedenken, Angel Goku hat überhaupt in der Pass oder so nichts mit Verteidigung integriert, nur durch seinen Leader Skill. Und dass er schon so tanky ist, okay, klar. Das sind jetzt Charaktere gewesen, die machen an sich keinen Schaden, aber 9, Leute, 9. Das ist gar nichts. Okay, klar, wir haben auch Vegetto in der Runde. Er gibt 30%. Vegetto, eines der besten Tech-Supporter. Wenn ihr es so haben wollt. Und das ist eine perfekte Rotation, Leute. Diese Rotation sieht so nice aus. Wir haben einen vielfachen Gogeta, in der Mitte den Angel Goku und Gotenks. Ganz am Ende. Und die werden alles zur Seite klar hauen. Auf jeden Fall zur Seite hauen. Den Anfang macht Gogeta. Let's go, gegen Typ-Nachteil, wie ist der Schaden von ihm? Auf Gogeta bin ich wirklich sehr gespannt. Okay, Typ-Nachteil wohlgemerkt. Und Goku räumt hier, glaube ich, alles auf. Ohne Spaß, ey. Immer Minimum 1.000.000 Schaden hat er bis jetzt gedrückt. Und Gotenks kommt zum Abschluss. Sehr gut. Ich weiß, ich habe das Gefühl, dass wir eventuell meinen Rekord für die vorletzte Stage brechen könnten. Ich sag, okay, klar. Hier haben wir sehr viele schöne Orbs. Die geben wir LR Goku. Schau mal, was er so bringt. Okay, ja, ich habe wirklich die vorletzte Stage immer oft gemacht wegen Showcases. Ja, ich habe Extreme Guild Showcase habe ich gemacht, Vierfachen und so weiter und so fort. Die allerletzte Stage dauert ja viel zu lang. Aber Leute, am 26. Oktober kommt noch eine neue Stage. Oh, nice, 1,6 Millionen. Kommt noch eine zusätzliche Stage, eine neue Stage für das Boss Rush Event. In JP sah das Ganze so aus, dass man... In JP sah das Ganze so aus, dass man gegen die beiden Vierfachen gekämpft hat. Vegeta, Goku, nicht Super 17, Kid Buu, Cooler. Zwei Vierfachen? Kid Buu, Cooler? Einer fehlt mir noch, glaube ich. Angel Goku, klar, lol. 2,4 Millionen Schaden von dem vierfachen Gogeta, Leute. Könnt ihr euch vorstellen, wenn sein Leader Skill bekommt, dann bekommt er 150% statt 120. Und das Double. Also 300%, Leute. Er hat jetzt schon 2,4 Millionen gedrückt. Kann ich mir gar nicht vorstellen, was er anrichtet, wenn er seinen eigenen Leader Skill hat. Oh je. insane. Also ich versuche mich jetzt mal wirklich zu beeilen, denn ich habe ein gutes Gefühl. Hab ein gutes Gefühl, dass wir das hier schaukeln können. Dass wir einen Rekord aufstellen können, eventuell. Ganz schwierig wird es in der letzten Stage gegen den allerletzten Gegner, Intelligence Blue Vegeta. Aber wir geben unser Bestes. Wenn euch das Video bis jetzt schon gefallen hat, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert mich, wenn ihr neu seid, Leute, damit ihr nichts verpasst. Und... will ich hier ulten? Eigentlich nicht, aber... ich will eigentlich mit keinem ulten, wenn ich ehrlich bin, wegen... Ich will den Dokamon noch nicht triggern. Beziehungsweise wird es dazu erst gar nicht kommen, denke ich. Machen das so kurz. Aber ich denke, Angel Gokus Auto-Attacks sollten ihn schon noch umhauen. Ich will den Dokamon wirklich nicht triggern. Ich würde ihn dann gerne für die nächste Runde aufbewahren, für den nächsten Gegner. Und lasst mir einen Satz von vorhin beenden. Wenn euch, wie gesagt, das Video gefällt, ihr neu seid, abonniert mich auf jeden Fall. Total vergessen, dass er noch eine Stage kommt. Hittet die Glocke, Leute. Hittet die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Ja gut, da müssen wir wohl den Dokamon aktivieren. Aber ich werde absichtlich nicht den Dokamon durchdrücken. Denn wenn wir das nicht machen,
Also ich habe Full Life. Healen muss ich mich nicht. Wenn ich das nicht mache, dann kommt keine diese lange Animation, wo er gegen jeden kämpft erstmal und dann erst ultiert. Nee, dann kommt direkt sein Angriff. Ich habe es absichtlich gemacht, wie gesagt, damit wir Zeit sparen, denn wir wollen hier auch im Hinterkopf behalten. Ich habe es wirklich im Gefühl, dass wir was aufstellen können. Neuen Rekord. 4,4 Millionen. Ja, GG. Hätte ich doch bloß durchgeklickt. Dann wäre das viel, viel mehr, Leute. Oh, 4,4 Millionen. Oh je. Oh je, guys. Was war denn das? Rainbow Orbs, please. Please. Und wir wissen. Gogeta, unser Boy Gogeta, hat eine High Chance to Dodge. Also, dass er Ultis Dodge. Super Attacks. In seine Passive integriert. 1 Million. Nice. Und Angel Goku räumt hier auf. Also das Team ist insane, Leute. Vor allem im Global. In dem Zeitpunkt, als in JP kam, der Angel Goku, gab es ja keinen vielfachen Gogeta. Wir haben jetzt mal, würde ich sagen, Luxus, beziehungsweise würde ich sagen, eher den Trost, dass wir Gogeta in diesem Team benutzen können und nicht in seinem eigenen immer noch. Ah, GG, wir wissen alle warum, Leute. Aber ja, immerhin. Ich sag mal immerhin, sagen wir es so. By the way, wenn wir auch schon darüber reden, die ganzen Kategorien und die Leader von Gogeta, es wird wahrscheinlich 100% so sein, dass sie erst ankommen werden, wenn alle Neo Guard Leader in Global released werden. Uns fehlen noch Gogeta und Strength Janemba, wobei wir wissen, die beide kommen in Duel zusammen, also beide gleichzeitig. Wann ist jetzt wirklich die Frage, ob sie danach kommen, nach Angel Goku, oder erst als allerletzte? Könnte echt sein, Leute. Müssen wir abwarten. Wenn ich dazu mehr weiß, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Zuerst direkt auf Twitter, deswegen folgt mir dort auf jeden Fall Dokametle, aber als Video dann auch. Dann fehlen uns noch Broly, dreifacher und dreifacher Gotenks. Und ich denke, gegen Ende des Jahres sollten wir dann diese Leader-Skills bekommen, auf jeden Fall, und die Kategorie-Leader. Und dann hoffe ich auch, dass wir auf jeden Fall News zum LR Blue Vegeta bekommen. Denn wir wissen, LR Bojack kommt fürs japanische Dokkan Battle und von LR Blue Vegeta hören wir noch gar nichts, Leute. Falls das euch gerade neu ist, ich habe dazu ein Video gemacht, könnt ihr gerne reinschauen. Und ansonsten, was soll ich sagen, hier kommt ein Konter. Hier kommt ein Konter, Leute, wir haben es gesehen. Yeah, nice. Ihr seht das immer. Oh, ein Crit. Oh, die Konteranimation. Oh, 1 Million vom Konter. Oh je. Yeah. Das Geile an Tech-Charakteren ist halt noch, dass sie Level 5 Crit schon so bekommen, ohne einen Dupe. Warum habe ich gemerkt, dass sie kontert? Denn wenn ein Charakter kontert, vor allem also die Ulti, das wären die Vielfachen alle, dann kommt so ein kurzer, wie soll ich das nennen, so ein kurzer, man merkt es, normalerweise ultet ja der Charakter einfach so direkt, aber wenn man kontert, dann kommt so ein kurzer Break, so ein Aufleuchten, das merkt man an der Animation, wenn das wiederkommt, dann zeige ich das euch. So. Aber Leute, 4,4 Millionen, was waren das vorhin, bitte? 2 Millionen LR Goku, oh mein Gott. 100% LR Goku, Leute, von der Campaign damals. Also, ich habe euch gesagt, nehmt ihn mit, wenn ihr es natürlich konntet, also sagen wir es mal so. Okay. Die müssen wir halt schnell beiseite hauen. Wir nehmen natürlich meinen, zack. Raus mit euch. Und alle drauf. Also das Team ist insane, Leute. Das Team hat wirklich was. Okay, wir haben am Anfang wirklich ein bisschen viel geredet, wegen dem Team und so. Aber ich denke, da geht trotzdem was mit dem Rekord. Da geht trotzdem was. Also 1 Million Schaden ist immer drin. Es sei denn, also klar. Es sei denn, wir haben Typennachteil dann nicht, aber ansonsten. Oh je. Ansonsten ist GG. Das Geile ist, hat auch Gogetas Debuffs, ja. Das Extreme Types Angriff und Verteidigung verringert. Ich glaube, um 20% war das. Und, oh mein Gott. Also, wir sehen hier nur Crits, Leute. Eine Fiesta ist das. Crits. Überall sind Crits gerade. In jeder Runde, wer mich alles täuscht. Und wir sehen schon, wir kassieren wirklich sehr wenige Ultis, weil Bardock sie ultet. Weil Bardock sie sealed mit der Ulti, sagen wir es so. Das ist geil, das ist das Geile, Leute. Let's go, LR Goku. Oh, One-Shot.
Das ist ja total GG, Leute. Keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Jetzt bekommen wir 3 Rainbow Orbs. Heißt, wir bekommen weitere 60%. Sehr cool. 180% angefahren wir jetzt. Und habt ihr das gesehen gerade? Habt ihr das gerade gesehen? Dieses Blinzeln? Deswegen kam Konter. Bam! Konter hat einfach locker mal fast mit 1 Million. Das ist insane. Let's go! Nice, Leute! Jetzt wird's spannend. Lass mich mal jetzt ein bisschen Gas geben, Leute. Ich glaube, es ist doch knapp, wenn ich ehrlich bin. Ich bin, glaube schon so 15 Minuten mit dem Video, so wie ich das hier nebenbei sehe. Aber, was gehen wir zustande? Let's go, komm, Ella Goku. Ein Crit und alles ist GG. Ich bin, by the way, die Awakenings von dem Bardock so genial, von den ganzen Super Saiyan, vor allem der Strength, dass er zum Zweifachen wird. Ah, leider kein Crit. Let's go! Und Angel Goku wird es wahrscheinlich beenden, höchstwahrscheinlich. Oder? Ja, bestimmt easy, komm. Ja, korrekt. Round 2, schnell. Jetzt kommen die MVPs. Jetzt kommt der MVP, Leute. Gogeta und Angel Goku. Jetzt sind die 2 MVPs hier. Mit 2 Rainbow Orbs. Nice, nehmen wir mit. Ja, der ist locker down. Also diese Rotation, Leute. Diese Rotation hat es in sich. Die hat es total in sich. Ist ridiculo. Bam. Die Ulti ist so genial, Leute. Das hat der Angel Goku komplett gegen Janemba und das ist einfach nur geil. Dass sie den aus dem Film genommen haben. Oh, wir kommen nicht an die Orbs. Egal. Zielen. Zack. Oh, keine Ulti, okay. Erste Ulti vom Goku. Wie viel Schaden macht die? Oh, 1 Million Crit. Aber das wird auf die zweite Runde hinauslaufen. Denn wir haben keine Ulti auf Gotenks. Leider. Anki hat uns gefehlt. Aber er ist gesealt, easy. Und Leute, ihr seht schon. Wir haben bis jetzt kein Item benutzt. Kein einziges Item. Let's go, Angel, komm. Okay, ich muss auch sagen, wirklich Angel, Goku und Gogeta haben wirklich lange Animationen von der Ulti. Das sind auch viel Zeit. Aber noch 2 Runden haben wir. Nee, wir sind direkt jetzt. Okay, die allerletzte Runde. Jetzt gebe ich mal Gas, Leute. Ist unser Rekord drin. Okay, die Rotation ist etwas schade. Nee, passt. Okay, easy. Denn wir zielen ihn. Und wir gehen hier itemlos raus, denke ich, auf jeden Fall. Ein Crit, komm. Gib alles. Let's go, Angel. Ich nenne den Angel. One Shot. 2 Millionen One Shot. Und wie sieht's aus? Komm schon. Oh, da kommt ja noch was. Okay. Zack, raus mit dir. Komm schon. Leute, was war das? Das war eine reine Crit-Fiesta. Was war dieses Team? 1A. 1A, Leute. Crits waren da. Schaden war da. 4,4 Millionen, 2 Millionen, 1 Million. Immer nur gekrittet. Ein Ziel ist drin. Wirklich super. Oh, GG. Leider nicht geknackt. 17 war die Bestzeit. Ah, das war, Leute. Leute, inoffiziell haben wir sie geknackt, denn ich habe am Anfang direkt einfach mal ein oder zwei Minuten gelabert. Macht nichts. So sieht das Team aus, Leute. Das war wirklich ganz geil. Super Tech Team sieht das Ganze aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Showcase dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo. Teilt das Video auf jeden Fall und folgt mir auf jeden Fall auf Twitter. Joint auch meinen Discord-Server. Da haben wir jede Menge Spaß. Könnt ihr gerne reinschauen. Die ganzen Links sind in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Peace.